So, ihr Lieben, heute habe ich mir gedacht, mache ich euch mal wieder ein kleines Erklärvideo. Und zwar zu der Seite 92 in unserem Mathebuch. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr mit euren Eltern in einem Restaurant essen wart oder irgendwo in einem Café gesessen habt, dass der Kellner oder die Bedienung, wenn sie dann die Beträge zusammenrechnen muss und keinen fertigen Kassenbon hat, sondern so auf so einem kleinen Block die Sachen zusammenschreibt und dann zusammenrechnet, dass sie da eine sehr schnelle Art und Weise gefunden haben oder benutzen, mit der sie alles das zusammenrechnen, was ihr mit euren Eltern gegessen und getrunken habt. Und genau das werden wir uns heute mal ein bisschen angucken. Ich habe das deswegen genannt Rechnen wie ein Kellner. Bei uns im Buch heißt es Rechnen mit Geld. Diese Art zu rechnen ist sehr schnell und sehr effektiv. Man muss ein paar Sachen beachten, die erkläre ich euch jetzt in meinem kleinen Video. Und ich möchte euch bitten, dass das Arbeitsblatt, was ich euch auch hier zur Verfügung gestellt habe im Padlet, dass ihr das dann bitte genauso auch rechnet und wirklich bitte alle so rechnen. Auch die Aufgaben aus eurem Buch sollt ihr bitte dann so rechnen. Ihr werdet merken, dass das ganz gut klappt, wenn man sich an die Regeln hält. Das ist auch später wichtig, wenn wir das sogenannte schriftliche Addieren zusammen besprechen werden im nächsten Schuljahr, dass ihr, das ist sozusagen schon so ein kleiner Vorlauf dazu, ne? Deswegen passt gut auf. Ich sag euch gleich, dieses Video hat mich wirklich sehr angestrengt zu machen und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Weil man wundervolle Bilder sieht, die aber leider nur Bilder sind. Ja, aber, heute ist es nicht so schön, aber das Wetter in den letzten Wochen war ja eigentlich ziemlich cool. Das heißt, die Voraussetzung dafür, dass aus den Bildern dann tatsächliche Speisen werden und euch euren Gaumen und euren Magen und eure Augen erfreuen und eure Zunge, sind relativ hoch. Okay, also ganz viel Spaß und wenn ihr das Video euch mehrfach anguckt, was ich euch empfehlen würde, dann versteht ihr es sicherlich auch ganz gut. Also guckt euch das ruhig ein paar Mal an oder spult zurück, wenn ihr was nicht verstanden habt. Das ist ja das Tolle an einem Video, man kann sich das immer mehrmals angucken. Den Herrn Schmidt-Bäumler kann man halt schlecht zurückspulen, aber im Video geht das. Also viel Spaß dabei. Und bis nachher. Jetzt geht's los. Also wir wollen uns angucken, wie wir mit Geld rechnen. Das ist die Vorstufe zur schriftlichen Addition. Und es geht um unser Mathebuch auf der Seite 92. Ihr seht da ja auch eine große Eiskarte. Und ich erkläre es euch jetzt aber hier mit meiner Eiskarte. Die sieht ein bisschen anders aus und hat auch ein paar andere Preise. Aber ich habe euch ja schon gesagt, das war sehr, sehr schwer für mich, weil bei schönem Wetter, wenn es wirklich warm ist, dann diese Bilder zu sehen, das finde ich wirklich schwierig. Ein leckeres Bananensplit. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mögt. Ich mag das gerne mit Banane und Vanilleeis und Schokosoße. Dann dazu gibt es ein Spaghetti-Eis. Das ist auch sehr lecker. Das sind natürlich keine echten Spaghetti, sondern Vanilleeis mit Erdbeersoße. Ein Pizza-Eis. Das fand ich super lecker. Das muss ich unbedingt mit reinnehmen. Das sieht total gut aus. Mit Kiwi und ich vermute, in der Mitte sind es auch Bananen und da an der Seite sind es Erdbeeren, dann einen kleinen Mini-Becher, wer nicht so viel Hunger hat, ein Pinocchio-Eis für die Kleinen, dann den Fruchtbecher, den fand ich sehr lecker und sehr verlockend, oh, der sieht da wirklich gut aus, dann ein Nussbecher, wer lieber so ein bisschen Nüsse mag, ein Amarena-Becher, das ist auch was ganz Leckeres mit Kirschen und ein Schokobecher. So, also wir stellen uns jetzt vor, ihr seid in so einem Eiscafé. Aber ihr seid nicht diejenigen, die dieses Eis essen, sondern ihr seid diejenigen, die als Kellner arbeiten. Das heißt, ihr müsst also rechnen wie ein Kellner oder Bedienung. Und
Jetzt stellen wir uns mal vor, ihr sitzt da, habt euren Notizblock und jetzt ruft euch jemand, hier seid ihr, das ist euer, seid ihr als Kellner. Und jetzt müsst ihr einen Tisch kassieren, die haben schon ihr Eis gegessen und ihr müsst jetzt das Geld kassieren und müsst das möglichst schnell zusammenrechnen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das ganz gut und schnell machen kann. Stellen wir uns vor, an dem Tisch wurde ein Bananensplit gegessen und ein Nussbecher. Gut, das kann man jetzt noch relativ schnell so zusammenrechnen. Trotzdem will ich euch zeigen, wie man das auf eine bestimmte Art und Weise zusammenrechnen kann, dass man auch mehrere Beträge auf die Art und Weise schnell rechnen kann. Ganz wichtig ist, dass wir das uns auf unseren Zettel so aufschreiben, dass die Zahlen stellengerecht untereinander stehen. Das heißt, die Einer unter den Einern, die Zehner unter die Zehnern und die Hunderter unter den Hundertern. Jetzt haben wir ja hier keine Hunderter, aber wir haben doch Hunderter, denn ihr wisst ja, dass 100 Cent 1 Euro betragen. Und deswegen stehen die Beträge hier als Euro-Beträge da. Alles, was rechts vom Komma ist, sind Centbeträge und alles, was links vom Komma steht, sind Eurobeträge. Das heißt, das Komma trennt den Eurobetrag von den Centbeträgen. Jetzt ziehen wir einen Strich und jetzt rechnen wir und fangen immer rechts unten an. Und zwar gibt es eben ein paar Merksachen, die wir uns merken sollen. Dazu habe ich einen kleinen Merkzettel hier über den Kellner drüber gemacht. Die erste Regel ist, dass du die Zahlen stellengerecht untereinander schreibst. Ihr wisst, es ist ganz wichtig, ordentlich zu arbeiten. Und hier ist es ganz wichtig, wenn ihr nicht stellengerecht untereinander schreibt, dann werdet ihr falsche Beträge zusammenrechnen, weil ihr nicht wisst, welcher Betrag, welche Zahl jetzt zu welcher Stelle gehört. Also deswegen ganz wichtig, die Einer unter die Einer, die Zehner unter die Zehner, die Euro-Beträge unter die Euro-Beträge und auch das Komma darf man nicht vergessen. Dann fangen wir immer an, rechts unten zu rechnen, das heißt bei dem Nussbecher bei der 0. Also 0 plus 0, also ich rechne die 0 vom Nussbecher, den Einer Nuller mit dem Bananensplit Einer Nuller und das ist natürlich 0, das ist ja nicht schwer. Also diese beiden rechne ich zusammen. So, jetzt rechne ich hier weiter. Ich rechne die 0 und die 0 zusammen, ist natürlich auch 0. Und jetzt darf ich das Komma nicht vergessen, ganz wichtig. Das Komma kommt nämlich jetzt an der Stelle. Und jetzt rechne ich 5 plus 3 und das ist natürlich 8. Gut, das war jetzt nicht so schwer, hätte man auch im Kopf rechnen können, 3 plus 5 ist 8, das kriegt man auch so hin. Schwieriger wird es, wenn es ein paar mehr Beträge sind und ihr seid ja jetzt die Bedienung und müsst vielleicht auch an einem Tisch kassieren, wo mehr gegessen worden ist als nur zwei Gerichte. Das machen wir jetzt mal. Nämlich einmal den Fruchtbecher, der kostet 6,50 Euro, seht ihr hier in der Karte. Und einen Amarena-Becher, also der mit den Kirschen, mit 4,50 Euro. Und ein Pizzaeis, das fand ich auch super lecker. So, also jetzt ziehen wir wieder einen Strich und ich fange wieder an zu rechnen ganz rechts, nämlich hier bei der 0. Diese 0 plus diese 0 plus diese 0 ist zusammen 0. Jetzt geht's weiter. Jetzt rechne ich 5 plus 5 ist 10 plus 5 ist 15. Jetzt kann ich das ja hier nicht hinschreiben, aber wenn ich mir überlege, 5 plus 5 plus 5 ist 15, das heißt, es sind ja Zehner, das heißt, es sind 150 sozusagen, 150 Cent. Und 150 Cent ergeben ja 1,50 Euro. Das heißt, von den 15 schreibe ich die 5 hier unten hin und den Zehner, den neuen, den schreibe ich hier hin. Denn das ist ja ein neuer Zehner, der entstanden ist, den schreibe ich hier klein hin. Ich habe es jetzt hier in Rot gemacht. Das nennt man den Übertrag. Den darf ich nicht vergessen. Ganz wichtig. Diese 1, die rechne ich mit diesen Zahlen wieder zusammen. Das Komma darf ich natürlich auch nicht vergessen. Und jetzt rechne ich 1 plus 4 ist 5, plus 4 ist 9 und die 6 dazu sind zusammen 15. Und weil hier kein Betrag mehr steht, kann ich die 15 jetzt einfach direkt dahin schreiben. Also der Fruchtbecher für 6,50 Euro und der Amarena-Becher für 4,50 Euro und das Pizzaeis für 4,50 Euro ergeben zusammen 15,50 Euro. Das ist eine schnelle Art zu rechnen. Wichtig ist,
dass ich immer dran denke, den Übertrag nicht zu vergessen und ihn eben klein unten drunter zu schreiben. Je nachdem, wie viele Zahlen hier stehen, könnte hier auch eine 2 mal stehen oder sogar eine 3. Ja, vielleicht, dass die ganzen kleinen Beträge irgendwann mal mehr ergeben als nur 1 Euro, sondern vielleicht 2 Euro oder 3 Euro, dann schreibe ich die hier unten hin. So, und was auch noch wichtig ist, wie gesagt, ist das Komma hier an der richtigen Stelle. Jetzt machen wir das Ganze mal in unserem Heft. Ich habe hier euch nochmal den Merkzettel hingemacht, damit wir nicht vergessen. Und jetzt gehen wir an das Arbeitsblatt, was ich euch auf das Padlet auch gestellt habe, mit dieser anderen Eiskarte. Da müsst ihr euch dann natürlich immer dran orientieren, was kostet das Eis auf dieser Eiskarte, die verschiedenen Eisgerichte. Wir machen jetzt mal den ersten Tisch, den Tisch Nummer 1. Und da seht ihr, da steht ein Amarena-Becher auf dem Tisch. Der kostet 4,50 Euro. Wir denken natürlich dran, dass wir unseren Rand lassen, wenn wir in unser Heft schreiben. Und ihr schreibt dann Tisch 1, lasst ein bisschen Platz. Ich habe jetzt hier 4 Kästchen gelassen. Dann schreibt ihr Amarena-Becher, dann lasst ihr wieder ein bisschen Platz. Nicht direkt dahinter schreiben, sondern ein bisschen Platz lassen, weil ihr braucht hier den Platz auch später noch, um die Pluszeichen hinzumachen. Und dann schreiben wir, wie gesagt, jedes Mal ein Kästchen, eine Zahl. Also ein Amarena-Becher, dann steht da noch ein Amarena-Becher, der kostet logischerweise genauso viel. Und es steht noch ein Fruchtbecher da, der kostet 6,50 Euro. Und jetzt ziehe ich wieder meinen Strich, ich mache meine Pluszeichen dahin, damit ich weiß, dass ich Plus rechnen muss. Und ich fange an, wieder hinten rechts, unten rechts die 1 Cent Beträge zusammenzurechnen. 0 plus 0 plus 0 ist 0, also 0. Ist klar. Und jetzt rechne ich 5 plus 5 plus 5 ist zusammen 15. Ich vergesse nicht, den Übertrag hier hinzuschreiben und ich vergesse auch nicht, das Komma zu setzen. Und jetzt rechne ich 1 plus 6 ist gleich 7 plus 4 ist gleich 11 plus 4 ist gleich 15. Und dann schreibe ich wieder die 15,50 Euro hin. Auf die Art und Weise sollt ihr bitte in euer Heft schreiben und die ganzen Beträge für die einzelnen 5 Tische ausrechnen. Also jedes Mal schreibt ihr dann Tisch 2, Tisch 3 und so weiter und dann lasst ihr ein bisschen Platz, schreibt die verschiedenen Eisgerichte auf und dahinter die Beträge, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und ich denke mal, das kriegt ihr bestimmt gut hin. Wenn ihr es nicht verstanden habt, schaut es euch nochmal an. Okay? So, ich hoffe, ihr habt es verstanden, die Art zu rechnen. Wie gesagt, möchte ich bitte, dass ihr das Arbeitsblatt, was ich euch hier zur Verfügung gestellt habe, mit der Eiskarte, die ein bisschen anders aussieht als die bei uns aus dem Buch, sondern eher so wie hier in meinem Video, dass ihr die zur Hand nehmt. Ihr müsstet die wahrscheinlich ausdrucken. Und dann sollt ihr im Heft die Rechnungen so schreiben, wie ich es euch erklärt habe. Ich hoffe, es klappt alles und viel Spaß dabei. Tschüss.